Das heißt, editen, zusammenschneiden, auseinanderschneiden, mehr ist das ja nicht. Außerdem mache ich zusammen und auseinanderschneiden, das macht voll Sinn. Ja, halt Sound auf das Video und dann das Video wieder in Teile. Tja. Naja, wenn wir... Achso, man muss auch noch drücken. Haha, ich bin jetzt auf diesem Selection Screen und ich denke jetzt, man muss auf diesen Countdown warten. Ja, das ist echt so. Da kann man sich eigentlich nicht auf die Lehrer, wenn man im Training mal gucken. Ist da wild, man kann im Training ja, nicht mal gucken, wo man nochmal welchen Shout drauf hatte. Ach, das ist egal. Ich werde die irgendwie in-game testen. Ha! MP, ich ach hab ja, ich hab meine Weddle Doos. MP, ich hab besseres Aiming als du, Schuhe. Du stehst da unpraktisch. So, nochmal an alle, die es jetzt zum ersten Mal in Worps Channel gucken, das hier ist Let's Play Smash Bros. Die zweite Folge und die anderen seht ihr in meinem Channel, der wird hier verlinkt, damit ihr ihn beide gucken müsst, wenn ihr alles sehen wollt. So, und damit sollte es eigentlich geklärt sein. Das hier ist also Episode 2, wie gesagt. Oh, drüber und... Oh, in dein Gesicht! Die Bombe. In dein Gesicht! Magics! Und da ist er tot! Da würde ich anders meinen. King DDD ist sowieso der underratedste ever. Der haut rein. Fick dich. Oh! Ich gleich geh darüber. Tschüss. Wieso das denn? Ich komm nicht hinterher. Lol, wie du mich da noch triffst. Zelda! Mach doch etwas! Die Weddle Dee sind sowieso total... Also, oder der Weddle Dee natürlich, mit seinem Laserblick. Los! So, ich nutze mal ein Reisminütchen. Ich bin einfach mal durch die Verwandlung immun gegen den Typen gewesen. Nice. Oh Gott! Hey, ich hab den... Ich hab den Mob. Alter, das sind ja nicht mal Moblins. Der ist Booker-Blins oder so. Das habe ich immer nie verstanden. Twilight Princess war irgendwie das einzige Zelda, wo es keine Moblins gab und stattdessen diese Booker-Blins gab, die aber im Prinzip das gleiche waren. Oder wie auch immer die heißen. Hauptsache, die hießen anders, ne? Ja, das ist aber komisch, weil das ist eigentlich so einer der klassischsten Zelda-Gegner schlechthin. Die Moblins. Oh, ich wollte eigentlich rollen. Wäre es kein Dealer gewesen, dann hätte ich den gedodged. Wieso ist Samus eigentlich noch nie gestorben? Ah. Pokémon! Keine Ahnung. Aua! MP, ich muss darüber. Oh, what? Wow, das war knapp. Wow! Das hatte ich jetzt mehrmals ganz schön viel Glück, muss ich sagen. Nein, ich wollte zurückschlagen mit einem Attack. Und erwischt! Macht ihr da drüben mal euer Duell? Ich bleib hier drüben als Beobachter und oh, sehe schön aus. Geh da weg. Ha, Schuh hat nicht genug Range! Jetzt ist meine Chance! Wir müssen sowieso jeden Lag kommentieren, damit die Leute nicht denken, das liegt an dem Fail im Recording, sonst denken alle wieder, nimm dir mal ein besseres. Nimm dir mal besseres Recording Equipment. Eieiei! Hör mal auf mit dem Dean Fire, ey, das nervt. Long Range Schuh spammt Missiles, also darf ich das auch spammen! Hab mal einen Move! Bam! Spiky Dingens da, wie auch immer die heißen. Wie heißen die? Gordo. Okay, ich habe keine Ahnung, was Kirby Gegner angeht. Ich habe damals das Original Kirby Dream Land gespielt und danach quasi nichts. Obwohl doch Crystal Shards auf N64 noch gespielt. Aua, der Bumper ist immer. Der Bumper soll da weggehen. Geh da weg! Irgendwie ist es unnötig zwischen euch zu stehen. Das ist meine Seite. So, dann können wir ja wieder spammen. Das ist total unfair. Wieso pickt ihr diese Stage? Ihr habt beide irgendwelche Kacke mit Range-Attacken. Und ich hab hier King DDD. Wenn du seine blöden Viecher werfen. Völkern! Double Kill! Was heißt denn Double Kill? Ich bin nicht mal gestorben. Und es lag. Puh. Das ist total unfair. Ihr beide seid die totalen Artilleriehelden und ich. MP, ich bin wieder Sheik, da bin ich kein Artillerieheld mehr. Sehr gut. So, Schuh fühlt sich mit deiner komischen Kette ja ganz toll, aber ich habe auch eine.
Kette, das ist der Grappling Beam. Ja, das ist eine Kette. Da will ich gerade zu Schuh rüberrennen und dann sowas. Hey, die schützt mich vor dem Charge Beam. Das erinnert mich an Captain Olimar. Ich werfe einfach ein kleines Beam. Ich schütze dich, aber nicht. Nein! 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 Kein Zero Laser! Und mich haut's raus, fick dich! Ich überlebe sowieso alle Ultra Smash. Lass mal Samus haten ein bisschen bitte, ja? Geht ja gar nicht. Was liegt da? Ich erkenne es nicht. Ja, das bin ich auch schon lange nicht mehr, aber ich bin schneller als du. Mafia Boxen! Bist du gerade von deinem eigenen Bundle D oder was das war gekillt? Nein, da ist irgendwas explodiert, weil der Rattle D da drauf gehauen hat. Ich habe keine Ahnung. Also im Endeffekt wurdest du von deinem eigenen Bundle D gekillt. Bundle D, geh weg! Lightning Attacks! Der mit den Lightning Attacks, das ist aber Rattle Do. Nein, ich meine, meine Hits sind Lightning Attacks. Ach so. Warum? Dur. Lightning Speed halt. Geh weg! Ah! Machen wir Nägel mit Köpfen! Ich kann da nicht reinschlagen, fick dich. Ich dachte, das funktioniert. Wir kommen da die ganze Zeit zum Smashboard. Nein, ich kann die nicht treffen! Okay, der... Zugeben, der von Weddle, der von, nein! Der von King DDD, der sackt eh extrem, der Ultra Smash. Ich bin schon wieder als erster tot, das gibt's auch gar nicht. Ja, ich bin jetzt hier leider 2-on-1 gegen Shuo. Das. Ja, Mach das in Feuerblumen noch so, ja, nur weil ihr wieder so ein blöde Heimvorteil-Stage pickt, wo ihr jetzt halt... Nicht Heimvorteil, aber ihr habt halt einfach nur Vorteil, weil ihr scheiß Schuss habt. Der hat ja auch keinen Vorteil, die wird hier eingesperrt, ja. Was? Ach so. Im Turm? Ja, in dem da im Hintergrund. Nein, ich wollte dich wegschlagen. Haben wir eigentlich alle die gleiche Musik bei den Stages? Keine Ahnung. Ich habe hier Dark World Theme, also... Ich habe nicht drauf geachtet. Das heißt, man könnte ja theoretisch Stages Musiken kriegen, die man noch nicht freigeschaltet hat bei sich. Würdest du aufhören, von mir wegzurennen, Dude? Ich habe immer noch ein Leben, ja? 60%, das ist's. Ja, aber du hast noch 2 Leben. Darum geht's mir. Ich weiß noch, dass es gibt noch einen Zelda-Track, der ist in dem Spiel drauf und den kann man nicht freischalten. Und nochmal! Nein! Paralyse lame. Das sah irgendwie komisch aus. Hätte das nicht jetzt ein Hard-Container sein können? Ja, genau. Mein dieser Kommentar im Hintergrund, ne? Der nicht mal jetzt mitspielt, aber unbedingt hier... Jetzt hol es dir doch auch! Okay. Machen wir jetzt ein Long Range Battle. Nö. Power-Suit. Das hat nicht gereicht! Fick dich! Gib mir meinen Smashball! Nein! Yes! Fick dich! Boah, stark. Nein! Hätte ich den Smashball bekommen, dann hätte ich das nochmal drehen können.